Schlampe. Ach ja, und yes, yes. Spaß hatten und das Seil. Ah, Herr Fuchs. Gehen Sie Fuchs. Nee, wie soll ich sagen? Ich gehe auf Schwanzsuche. Schwanzsuche, klar. Das ist was Chinesisches. Na, Keks, komm. Ich weiß, das letzte Mal war es super geil und klärig und diesmal wird es bestimmt nicht leichter. Nur komm, wir sind doch diesmal so gut vorbereitet. Vielleicht findest du ein Keks Spielzeug. Und wenn wir ihn gemeinsam finden, dann gehört mir die Hälfte. Dann bleibst du eben hier und passt auf unser Zuhause auf. Auf. Tschüss. Einfach nur tschüss. Na bitte. Ein Kock. Richtig schöne heiße Mann, der hat einen Zahn drauf. Nur gut, dass ich von Natur aus ein Spanner bin. Es kann sein, dass ich den Spaß gar nicht brauche. Gefunden. Und los geht's. Ja, ja, halt, ja. Yes. Oh. Süß. Oh. Man hört sie kilometerweit sprechen, Herr Paschulke. Kilometerweit. Hast du's? Die haben ja den gleichen Kock wie Sie. Das ist nämlich so, Ost. Ah, was? Saß. Was saß er dicht verpackt, damit nichts kommt? Aha. Könnte Tiere anlocken, wie zum Beispiel Wildschweine, Waschbären oder Wildbären oder Waschschweine. Quietscheentchen. Das ist was Chinesisches. Ich sollte lieber nach Hause gehen. Nee, gehen. Finden Sie ihn denn? Den nach Hause. Zurück nach dem Weg. Nee. Finden Sie ihn? Verlauf dich doch. IS, IS. Das ist was Chinesisches. Das ist ein elektronischer Elektronfinder. Fetch, Fetch. Herr Paschulke, der Rückweg. Geg. Gehweg. Vielleicht finden Sie einen Kranken. Ich habe Besseres zu tun. Hilft nichts. Muss ich nach Hause? Im Internet? Nach Bordendossen stöbern. Und unterwegs kann ich ja noch Herrn Paschulke Ausschau halten. Der ist bestimmt nicht gekommen. Der hinterlässt ja eine Schneise wie eine ganze Herde Büffel. Herr Paschulke, ich fürchte, ich muss Ihnen etwas Unangenehmes mitteilen. Sie sind dick, Schneidenschlampe. Und jetzt soll ich für Sie richtig schön heiß spielen. Sieht aus wie Kacke. Sieht aus wie mein Brot. Oder was Sie davon übrig gelassen haben. Manche Vögel, die Taube, die nutzt das auch in der Luft. Sie hat eine Art Koch im Schnabel. Ich hab doch eben einen Magneten getauscht. Ja, und wofür soll der gut sein? Um einen Koch zu basteln. Laut SS, als wir noch einen hatten, sind wir immer in südwestliche Richtung gelaufen. Es gibt sogar SS in der Wüste. Zu heiß. Vorsicht, Hinterhof. Ah, den Olli bekommen. Kein Saas. Kein Koch. Kein Mohn. Kein Kajak. Wie soll man denn das finden? Man nehme eine Ruhe. Verfranzt. Wir haben uns total verfranzt. Ganz toll. Ich habe schon ganz sportliche Füße. Ansatzweise. Eigentlich bin ich ja eher der dicke Typ. Gute Nacht, Herr Käsebrot. Und Sie waren ein Arsch. Ganz toll. Boah, auf. Echt coole Hütte übrigens. Danke. Kommt doch. Respekt. Wie sieht's aus, Lust zu kommen? Hab ich? Natürlich. Ach so, ich bin Fritz. Mom. Ja, da bin ich aber gierig. Du meine Güte. Ein Gummikopf? Ist doch prima. Das auch. Und das, Sass, ist meine Ruhe. Ja, meine Ruhe. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, falls ihr nicht schon auf Schwanzsuche im Wald seid. Aber Keks und ich wechseln mal wieder eine Runde. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Keks, komm. Dann verlauf dich doch.